Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Boom Beach und ich nehme es mitten in der Nacht auf, kurz vor drei am Sonntagmorgen und das heißt Dr. Terror haut gleich wieder ab in 17 Minuten, ich habe schon mal angefangen und die ersten drei Dörfer glaube ich gemacht, bin immer noch hier mit der Armee unterwegs, muss mich damit noch ein bisschen einspielen, mache immer noch einige Fehler, habe aber auch neue Sachen gelernt von Leuten aus dem Clan. Vor allem jemand, der das die noch gar nicht hat, hat mir geholfen, wie ich damit richtig umzugehen habe. Das ist schon irgendwie traurig. Aber dafür hilft man sich. Dafür ist man in einem Clan, da kann man sich helfen und gegenseitig unterstützen und Tipps geben. Huch, da habe ich doch welche vergessen. Die wollen doch auch kämpfen an der Front. Einen habe ich gerade schon wieder verloren durch einen dummen Fehler. Ob das so sinnvoll war, das Ding wegzumachen, weiß ich auch nicht. So. Löst mal bitte die Boom-Kanonen, nicht Kanonen, Minen aus. Dann nett. Dann mache ich es halt selber. So, und jetzt wurde mir gesagt, ich soll doch näher rangehen. Treffen die besser. Ich dachte, die treffen dann nicht besser, aber... Okay, jetzt gerade treffen sie auch nicht wirklich gut. Aber jetzt seht ihr es. Der Radius, wo sie hinwerfen, ist viel kleiner. Ich habe sie also erst näher geschickt und dann gehen sie aufs Headquarter. Dadurch gehen viel weniger sonst wohin. Und das ist halt vor allem jetzt hier so beim Headquarter oder auch bei menschlichen Gegnern beim Headquarter sehr sinnvoll. Bei anderen Sachen weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist, weil da ja die Dinger dann natürlich auch Damage schlucken. Aber wenn man dann am Ende noch aufräumen will, ist das natürlich doch schon was ist es denn wert? Eine Überlegung wert, die näher zu schicken. Genau, das war das Wort. Wusste ich nicht, wurde mir gesagt, ich weiß leider nicht mehr von wem. Danke dafür trotzdem auf jeden Fall. Namensgedächtnis ist ja so nicht unbedingt das Beste bei mir. Alter, diese olle Boom... Kanone. Ich schicke die jetzt hier hinten lang, aus dem einfachen Grunde, damit die noch genug Sachen wegräumen. Damit es gleich ein bisschen schneller geht vielleicht. Gut, die Boom-Kanone ist kaputt. Ich denke, wir sollten die vielleicht auch noch wegräumen oder zumindest schon mal stark anhitten. Jetzt habe ich Angst. Das Problem ist, die stehen halt nicht immer alle auf einer Reihe. Die bewegen sich dann schon mal einen Schritt weiter nach vorne oder nach hinten. Dadurch steht dann meistens ein kleiner Teil in der Nähe der Kanone und kann getroffen werden, was halt schon ziemlich ärgerlich ist. Jetzt ist sie kaputt. Das ist nicht so tragisch hier gewesen. Oder wäre es nicht. Aber hier oben ist halt noch eine Kanone. Mal gucken, ob es da passiert. Ja, ist klar. Jetzt stehen die Guten natürlich alle auf einer Linie. Ist schon recht. Ne, hier. Da sind schon wieder Leute vorgegangen, da sind auch schon wieder welche gestorben und das ist halt die Sache, die mich ein bisschen nervt an diesen Dingern. Kommt, macht's kaputt. Jo, auch gut. Lauft hier schön beim Maschinengewehr lang. Könnt ihr bitte die Boom-Minen treffen? Scheinbar nicht, dann muss ich das wohl machen. So, jetzt werden sie noch den Mörser wegnehmen. Und dann näher ran schicken. Gehen halt viel weniger daneben. Also ein sehr, sehr guter Tipp, auch für euch, wenn ihr es noch nicht wusstet und mit denen angegriffen habt. Das ist wirklich eine Überlegung wert. Finde ich gut. Ich dachte halt wirklich, die werfen immer gleich groß, so irgendwie immer schön weit weg von den Sachen. Einfach irgendwie in die Nähe. Aber ist ja irgendwie auch logisch, wenn die so nah da dran stehen, dass die dann besser treffen.
Der eine steht sogar ein bisschen zu nah dran. Da wird er dann doch mal von dem einen oder anderen gehittet. Habt ihr gerade vielleicht gesehen. Und gleich werden wir auch noch einen Operations-Live-Kampf machen. Der kommt natürlich wieder relativ am Ende. Da verliert man meistens relativ viele Truppen im Vergleich zu Dr. Terror. Wobei ich jetzt auch schon wieder ein, zwei verloren habe. Ja, zwei. Sehr, sehr nervig. Ach, halt die Schnüt. Und wieder 18 Diamanten weg. Die Diamanten gehen bei den Dingern echt schneller weg, als man gucken kann. Wobei ich mich dafür eigentlich ganz gut so immer im gleichen Bereich halte. Ich habe ein bisschen Panik vor der Boomkanone, die nicht fallen wird durch... Komm, schnell, schnell, schnell. Nein, natürlich nicht. Es ist schon wieder einer gestorben. Ach Mensch. Ich schaffe es auch nie ohne Verluste. Bei Clash of Clans wäre es mir halt egal. Da muss man eh jedes Mal eine neue Armee bauen. Aber hier behält man sie ja eigentlich. Wenn man sich nicht so dämlich anstellt wie ich... Okay, diese Boom, die Kanonen, die halten sehr viel aus. Nee, nicht zur Boomkanone, ihr Idioten. Oh, schon wieder einer weg. Alter, ich krieg hier noch einen Anfall mit diesen Scheißdrecksdingern. Und noch einer weg. Noch einer weg. Oder? Da, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, sie stehen gerade so, dass sie nicht mehr in der Range sind. Ihr hört das vielleicht, die Katzen machen schon wieder Randale. Ich mach dann mal kurz einen Cut. Lasst die Grenadiers jetzt hier ihren Job erledigen, indem ich sie dahin schicke. Und bis gleich. So, da bin ich wieder. Drei Stück habe ich verloren. Schon ein bisschen sehr viel. Und da mich Dr. Terror jetzt gerade echt extrem anfuckt mit den guten Dingern, werde ich das wohl auch nicht mehr tun. Werde ich in naher Zukunft wohl wieder mit Panzern machen. Werde ich jetzt einen Operations-Live-Angriff machen. Atlas hatte ich mir überlegt. Was hatte ich mir denn überlegt? Genau hier. Dann muss die natürlich weg. Komm. Ja, geil. Wie viel brauche ich denn für dieses Scheißdrecksding? So, jetzt räumen die das da erstmal weg. Dann sollen die zu den Kanonen gehen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Ich glaube eher nicht. Ich denke... Wird darauf hinauslaufen, dass ich zumindest aber Vorarbeit leiste. Na, wer geht wieder nach vorne? Was? Keiner? Oh mein Gott. Welch Wunder. Yo, jetzt treffe... Oh mein Gott, jetzt treffe ich da an den Schützentürmen nicht richtig. Das ist wirklich zu spät. Ich sollte um diese Uhrzeit nicht mehr zocken, sondern echt schlafen gehen. Die stehen direkt nebeneinander und ich schaffe es ernsthaft nur einen zu treffen. Das ist schon ziemlich übel. Wow, mit dem dritten Schuss habe ich es dann nochmal geschafft. Ah, scheiße, jetzt habe ich keine Kanonenschläge mehr hier für die Dinger. Und ihr seht das. Die Dinger setzen meinen Grenadiers doch schon... ordentlich zu. Und da sind auch schon welche draufgegangen. Schön. So habe ich mir das natürlich eigentlich nicht überlegt. Und jetzt... läuft gerade nicht bei mir. Es ist echt zu spät. Eigentlich sollten die... Deswegen sollte der Bogen die Schützentürme da weg, damit die nicht darunter leiden müssen. Mein Gott. Was ein Riesen-Fail schon wieder. Boah.
Da verliert man echt die Lust. Ich meine, es ist wirklich spät. Ich merke, dass meine Augen tun schon weh. Aber ich kann Dr. Terror ja nicht verstreichen lassen. Dann kann ich auch direkt mit aufnehmen. Merkt man wahrscheinlich echt, dass ich müde bin. Sorry dafür. Ja, schaffen werde ich es auf keinen Fall. Mir fehlen 1, 2, 3, 4, 5 Grenadiers oder so. Sollte dann aber, wenn die jetzt noch ein bisschen dahinter freiräumen, die eine Boomkanone vielleicht noch, dann mit Dings möglich sein, mit Bazookas, das fertig zu machen. Na komm, gib mir noch 5 Punkte. Ein Gebäude muss noch weg. Jo. Dann kommst du da weg. Und jetzt ist das Gebäude halt wirklich freistehend. Hätte ich nicht so viele verloren, wäre es eventuell sogar möglich gewesen. Na, vielleicht. Ja. Ich kriege noch 9 Punkte zusammen. Hoffentlich. Na, obwohl, das sind die ersten 3. Die Boomkanone, denke ich mal, wird auch noch klappen, aber hier dieser Schützenturm wird schwierig. Da verirrt sich immer nur mal eine Granate hin. Jetzt habe ich 16 Punkte und kann damit nichts anfangen. Das ist schon schade irgendwie. Ich glaube, da hätte es sich fast gelohnt, die Sanitäter zu ersetzen mit Sukis oder sowas und die. Ja, mein Gott, ich habe hier bei dem Mörser, dann hätte ich da einen Heilzauber eingesetzt oder so. Na, schade, reicht nicht ganz. Aber ich denke, das kann halt auch jemand machen, der nicht so hohe Truppen hat. Der sollte da auch gut was reißen. Ja, die 5 Stück, die hat man halt gemerkt, dass die fehlen. Dadurch wurden die Gebäude dahinter nicht abgeräumt, dadurch konnte ich nicht näher dran gehen. Und ich würde sagen, da der Shemway hier immer gute Arbeit leistet in den Operationen, andere natürlich auch, aber bei Shemway fällt das irgendwie extrem auf, gucken wir doch mal, wie er den hier gemacht hat. Den wollte ich auch gerade machen, in dem Moment hatte er es dann gemacht. Okay, er geht hier unten rein, dann will er den zerstören, das ist so. Okay, kriegt er jetzt auch gleich mit Sicherheit hin. Ja, sehr, sehr nice gemacht bis jetzt hier, auf jeden Fall. Der Gute kennt sich halt schon richtig gut damit aus, wie das hier mit den Truppen funktioniert. Hat auch vor mir schon damit gekämpft und man merkt es halt. Er hat Ahnung. Ja, da verliert er jetzt einen, aber mein Gott, einen halt. Ist ja nicht so tragisch. Die lässt er jetzt auch von relativ weit angreifen, damit die vielleicht dahinter noch den Mörser mitnehmen oder das Maschinengewehr hier vorne. Jetzt gehen die dahin. Zerstören jetzt sogar beide Maschinengewehre noch. Sehr nice. Jetzt lässt er sie erstmal wieder von da schießen. Dadurch, dass sie jetzt der Mörser jetzt dahinter stand, hat, wird er natürlich viel mehr getroffen als so schräg wie gerade. Ja, und sehr nice. Jetzt muss er nur noch warten, bis das Headquarter kaputt ist. Sehr stark gemacht. Respekt. Von solchen Kämpfern bräuchten wir mehr, aber ihr könnt auch gerne kommen, wenn ihr noch nicht so gut seid wie der gute Shemway. Jeder lernt dazu, jeder wird besser und das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag, falls die Folge pünktlich kommt. Bis dann. Ciao, ciao.